Hallo zusammen zu einem weiteren Let's Talk meinerseits. Sieht man mich? Das ist schön. Hört man mich? Das ist mir egal. Ich möchte hiermit alle grüßen, die mir zuschauen. Und der Grund, warum ich heute mit euch widersprechen möchte, ist, das, was nach diesem Let's Talk kommt, ist tatsächlich die absolut letzte Folge von meinem Let's Play Victoria 2. Tatsächlich haben wir es noch geschafft, bis zum Ende zu kommen. War teilweise sehr amüsant, manchmal ein bisschen anstrengend, aber meistens eigentlich ganz lustig. Das Let's Play endet leider so, wie ich es befürchtet habe, nämlich mitten im Dritten Weltkrieg, da ich bis zum Schluss es nicht geschafft habe, Russland und Frankreich so stark niederzudögeln, dass sie einen Frieden wollten. Aber gut, meine Güte, man kann nicht alles haben. Nach diesem Let's Play habe ich geplant, zwei weitere Let's Plays aufzunehmen. Also eigentlich habe ich sogar schon angefangen damit von beiden. Die ersten drei Folgen von beiden habe ich. Ich wollte ein wirklich altes Spiel machen und ein eher modernes Spiel. Das eine ist Imperialism, ein wirklich altes Spiel, das ist aus den 90er Jahren, ich glaube 96 oder so, funktioniert aber relativ gut auf dem Rechner, ist grafisch nicht besonders, aber es ist recht nett und es passt sehr gut zu Victoria. Das andere ist Stellaris. Ein Weltraum, Erkundungs-, Forschungs- und was weiß nicht was Spiel. Könnten die einen oder anderen, die sich für Strategiespiele interessieren, kennen. Das ist jetzt circa ein Jahr alt, ein bisschen weniger als ein Jahr alt. Also so ziemlich das Modernste, was ich auf meinem Rechner laufen habe. Jo, ich werde sie abwechselnd zeigen. Ich werde nicht genug spielen, damit ich beide täglich hochladen werde. Das heißt, ich werde immer einen Tag das eine und einen Tag das andere hochladen und so wie bisher werde ich alle paar Tage, so alle 3 bis 4 Tage noch ein Ätna-Bericht aus. Entschuldigung, jetzt bin ich euch sehr nahe gekommen. Sieht man meinen Bart? Ja, sieht man. Ätna-Bericht aus werde ich dann auch noch herzeigen. Ja, das war's schon. An dieser Stelle mache ich auch noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe hier noch was. Sieht man das, wenn ich das so hochhalte? Ja. Ja, der Eisgartens ist ein Spiel, das heuer herausgekommen ist. Also eigentlich ist es nicht heuer herausgekommen, es ist schon etwas älter, aber heuer ist die zweite Auflage rausgekommen von Heidelberger. Ich habe dazu eine Rezension geschrieben, wenn ihr das lesen wollt. Gibt es das im nächsten Frisch gespielt zu lesen? Ich verlinke auf das Frisch gespielt unten, also unten bei der Description. Gut, außerdem, wenn ich da schon da bin, möchte ich auch noch schnell die 8. Klassen grüßen und sie danken für diesen netten Schulball. War eigentlich recht spaßig, kann man nicht sagen. Selbst das Publikum war relativ angenehm. Man hätte es etwas verbessern können, wenn die ganzen Schüler nicht dort gewesen wäre. Aber man kann ja nicht alles haben im Leben, oder? Gut. Und zu guter Letzt möchte ich noch ganz kurz sagen, Mary, ich hoffe, du weinst jetzt, denn ich habe euch noch immer nicht erwähnt in einem Let's Talk, dich und deine Klasse. Also, auch heute wieder ein Check gemacht bei Schüler zum Weinen gebracht. Und jetzt viel Spaß bei meinem absolut letzten Let's Talk Victoria 2. Ich hoffe, ihr folgt mir auch bei den anderen Sachen. Bis dann. Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Seit einigen Malen sage ich jetzt schon, das ist das letzte Mal, dass wir Victoria 2 sehen werden. Schauen wir mal, ob es dieses Mal das letzte Mal ist, durch das letztens der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist und der relativ viel Aufmerksamkeit benötigt. Also ich mache da nur von Tag zu Tag quasi. Dauert das ein bisschen länger, um da durchzukommen. Aber schauen wir mal. An und für sich
sind wir, glaube ich, schon ein wenig im Vorteil. Wir kämpfen gemeinsam mit Italien gegen Frankreich, Großbritannien und Russland. Wenn wir uns das hier so anschauen, schaut das ein bisschen brutal aus. Also es schaut so aus, als wären wir eigentlich die kleineren und schwächeren. Aber ja, vor allem Britisch-Indien da, das sind lauter Gebiete, die nicht so lustig sind. Aber die Erfahrung sagt mir, dass wir einfach stärker sind, weil wir erstens mal besser organisiert sind und zweitens, also Russland ist technologisch extrem weit hinten nach. Naja, Persien, die sind auch auf ihrer Seite, das ist ärgerlich. Da gibt es irgendeine Schlacht, die wir verlieren, glaube ich. Ach, das gehört zu Persien, deshalb kommen die darüber. Noch nie so also recht aufgefallen, dass Persien der Abu Dhabi erobert hat. Ist eine Schlacht, die wir verlieren könnten. Schaut zumindest fast so aus. Gefällt mir aber gar nicht. Na gut. Also. Machen wir weiter. So, du gehst einmal nach Mailand und wirst dich dort ein bisschen erholen. Hab's einmal da noch einen Tag. Es passieren immer so viele Sachen auf einmal, das ist unglaublich. So, jetzt gehst du nach Mailand und holst dir, ah, der geht sogar da, einen neuen Anführer. Ah, der schaut gut aus. Gehen dafür da rein. 20.000 holen dafür raus. So, das hatten wir. Ah, sehr gut. Auch gut. Teams kann man auch ein paar erledigt. Wobei, vielleicht. Gemeinsam mit den 36.000 hier angreifen. Da kommen nochmal 30.000 Mann. Jetzt sollten wir das relativ flott machen, bevor die 36.000 da noch ankommen. Erstmal da hier. Du gehst dafür da weiter. Deutschland will durch uns durch. Ja, das lassen wir durch. Dann können sie gegen Skandinavien doch noch gewinnen. Boah. Haben wir gewonnen. Sehr gut. Serbien ist aus dem Krieg draußen. Ihr könnt euch mal erholen. So, viele sind da nicht mehr da von ihm. Okay. Gewonnen. Ja, 45.000. Die gehen wohin? Nach Tscherkassy. Das ist gut.
Da warten wir bereits. Und die gewinnen wir auch gleich. Wo gehen denn die hin? Okay. So, Mariampol haben wir mal alles besiegt, was da war. Sehr gut. Wow, zu viele Dinge. Wir haben zu viele Armeen. Gut. Lucano angekommen. Ist okay. Ismail gewonnen. Da greifen wir mal an, schauen wir mal, was passiert. Okay. Was daher? Du bist daher. Na gut, das sind wir. Puh, nicht ganz im Vorteil. Grodno gewonnen. Grodno da, jetzt schon fort, könnte man fast sagen. Kovel gewonnen. Da haben wir, glaube ich, auch eine Schlacht geführt dazwischen. Ah, bleib's mal da noch. Wow. Mann. Das gefällt mir noch gar nicht. Aber das sind ja, starke Truppen. Suwalki. Jetzt mal daher. Mal daher. Passt. So, wie schaut das da aus? Schlacht von Korosten haben wir auch gewonnen. Wo ist die? Da. Die gehen nach Tschernigow. Ist Tschernigow da? Du gehst auch nach Tschernigow. Hier geht's daher. So, warte jetzt mal. Kannst du nachgehen? Nee. So.
So, du und du gehst da mal nach. Wow, 140.000, bist du deppert. Jetzt kommt er mit seinen Truppis. Wow, Wahnsinn. Gut, das heißt, wir brauchen mehr Truppen. Da diese Leute haben wir bald erledigt. Wie geht's danach? Du bist doch mal da hier. So, zweite Front, was haben wir da? Italien, was machst du da? Lauter Blödsinn. Ja, da hat die Italiener mal unter die Arme greifen. Hier haben wir auch gewonnen. Wow. Na, jetzt haben sie es aber ganz schön gefunden. Diese Truppen. Gibt es noch da? Okay. Hey, aus, da gewonnen. So, jetzt haben wir da wieder frei. Du gehst nochmal nach Mailand zurück. Nicht gut. Ich hätte die Deutschen nicht durchgehen lassen sollen. Jetzt erobern sie das dann noch und jetzt gewinnen sie den Krieg gegen Skandinavien auch noch. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Au. So, diesen Kampf hier sollten wir eigentlich jetzt gewinnen. Wenn wir da mit den Truppen noch nachgekommen sind. Den haben wir schon mehr oder weniger gewonnen. Den werden wir wohl auch gewinnen. Nichts für ungut, aber diesen Sieg lasse ich mir nicht nehmen. Und dann muss sie, naja, gut. Wie schaut denn das aus? 85% haben wir. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, ab jetzt werden wir da auch noch ein Plus kriegen.
Die sind am, wann sind die dort? Am 14. und am 12. November. Und wann sind meine in Tschernigow? Vom 13. und am 12. November. Achso, nein, Blödsinn, das sind seine. Meine sind am 14. Hey, das ist gut. Am 12. sind die in Gommel. Wo ist Gommel? Wow, da sind noch 40.000 Typen da. Wollen wir das? Na, kümmern wir uns lieber. Kümmern wir uns lieber um die Schlacht da unten. Schlachten da unten eigentlich. Okay, könnten wir das bitte lassen? Gut, 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 gut. Angriffe kann der wohl machen. Bist du wahnsinnig? Greifst du ziemlich alles an, was da noch da ist? So, das haben wir auch gewonnen. Wann ist denn Mogilev? Am 15. November. Mit dem da reingehe, schafft er das noch rechtzeitig dort zu sein? Okay, damit kann man leben. Sollten wir nicht stark genug sein für die? Upsi. Kiew im Morgen angegriffen, bist du wahnsinnig. Das sind Truppenverbände. Gut, du gehst daher. Du gehst daher. So.
der hin nach Sitten. So, wie schaut das mit dem Schlacht aus? Autsch. Das ist eine brutale Schlacht. Dass wir da dazugegangen sind. So, wir haben Chisinau gewonnen und Novara sind wir angekommen. Auf den Hodessa schneiden wir dem den Weg ab. So, jetzt haben wir da den Südteil von Afrika schon ziemlich unter unserer Gewalt. Okay, da dürfen wir nicht versäumen zu schauen, wo wer steht. Wow. Wahnsinn, Wahnsinn. So viele Russen. Das war abzusehen. Was machst du da? Wieder rauf. Oh, okay, bleib da stehen. Ja. Wieder durch? Offensichtlich. Sehr gut. Ha, die Schlacht dürften wir auch gewinnen. Das ist super. Die Kolonialarmeen werden da auseinandergenommen von ihnen. Okay. Und hinterher. So, aber jetzt. Okay. Noch sehr was. Bis da runter ist er schon. Na okay, diese Schlachten gewinnen wir fast alle. Nicht alle, aber fast alle. Das schaut gut aus, diese Schlachten da, selbst die hier. Na Gebüte. Was macht er mit seinen ganzen Typen? Musste da echt rumhängen? So Freunde, wie wär's mit einem Frieden? Ja, das Problem ist, ich kann ihm nicht vorschlagen, den Frieden. Wir können keinen Separatfrieden machen. Das muss Italien machen. Das ist sehr ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Dieser Frieden wird in diesem Spiel nicht mehr stattfinden. Okay.
Ach so, warte mal. So, wohin weiter? Daher nach Slutsk oder daher? Na, gehen wir daher und du daher. Die Schlacht von Moschia gewonnen. Bist du wahnsinnig, wir haben 60.000 gekostet. In welche Richtung gehen die nach Tschernigow? Ich kann denen gar nicht folgen, wenn ich andere Schlachten gewinnen muss. Wir müssen Truppen vernichten. 29. und 1. Vernichten. Wow, 55.000 Russen, bist du wahnsinnig? Autsch. Mama, wir sind so gemein zu mir. Vernichten da meine Einheiten. Die machen da das, was ich mit ihnen machen will. So, wie schaut das mit dem Kampf da aus? Da auf der Seite scheinen wir ja zu gewinnen, irgendwie. Mit der Bezeichnung auf irgendwie. Ah, das sind auch Franzosen. Mist. Sollen wir die auch wieder angreifen? Ansonsten sind die da eingeschlossen. Sollten wir fast machen. Oh, schauen, da sind noch einmal ein Haufen Franzosen. Jetzt in meinem Reich. Gerade noch in der Schweiz jetzt schon in ihrem Reich. Naja, schauen wir mal. Was sich da machen lässt.
So, am 3. und 3. Und die sind stehen geblieben jetzt, gell? Damit hätten wir dann die eingeschlossen, wenn wir in Tschernigow kämpfen würden. Das heißt, die 35.000 sind des Todes. Au! Was ist da? Wo kommt denn der her? Du gehst daher und unterstützt die Freunde. Schauen wir auch zu gewinnen. Die Schlacht von Savona haben wir gewonnen. Wo ist die gewesen? Ah, da unten. Das sind 3000, egal was die dort stehen haben und egal wie viel Berge dort auch sein mögen, diese 3000 werden wir ja wohl besiegen können. Jetzt nach Windhoek. Viele, viele russische Soldaten. So, jetzt wollen wir gleich sehen, ob es wirklich 1935 zu Ende ist. Ja, den kann ich jetzt leider nicht ersetzen. Ah, diese Schlachten, das sind schon fast vorbei. Okay. Das scheint ein Fehler von Franzosen gewesen zu sein. So, in Zürich haben wir 3000 Franzosen erledigt. Das freut mich. Diese 27.000, soll ich die angreifen oder soll ich das lassen? Das Problem ist, die kann ich in den Bergen eigentlich nicht vernichten. Heißt doch wurscht, die lassen wir dabei einmal. Windhoek, Sitomir. Sehr gut, die russischen Truppen da sind vernichtet. Gut, gehen wir mal daher. Hier geht's daher. Hier geht's daher. Wenn er setzt. Gut. Ah, das sind Italiener, die ein paar Russen erledigen wollen.
Das freut mich aber. Da bin ich nicht abgeneigt dagegen. Ja, da die Genialen ein bisschen, aber was soll's. Sollen sie es halt zurückerobern einstweilen. Das wird eine mega lange Partie, weil, um ehrlich zu sein, ich möchte jetzt trotzdem noch bis zum Ende Dezember weitermachen und ein bisschen Gas geben. Ist nicht so schlimm. Die gehen alle nach Balti. Wo ist Balti? Kann jemand sagen, wo Balti ist? Ah, da unten. Oder? Ja. Du gehst auch nach Balti. Du bist noch da. Huch. Das ist der Kreuzer Leopold. Du gehst da bitte darüber und hilfst denen. Ich sehe gerade Schreckliches. Da habe ich noch eine Schlacht, die ich übersehen habe. Blub, blub, blub. Tja, das war's mit denen. Oh. Die Schlacht von Innsbruck. Und die Schlacht von Odessa. In die Flucht geschlagen. Wohin geht's hier? Nach Ismail. Ah, da in den Süden. Das ist ja cool. Das hat's ja eingesperrt, sehe ich gerade. Und Savona auch gewonnen. Erneut.
Yes, und wieder ein paar aufgeriebene Franzosen. Da bringen wir die mal zurück, damit die einen neuen Anführer kriegen. Vielleicht werde ich das dann noch spalten später. Das war eine kurze Schlacht in Balti. Man muss sich auch zurückziehen. Gut, Kinder, jetzt ist es gleich zu Ende. Das Spiel, nehme ich mal an. Und wir haben leider den Krieg nicht mehr gewonnen. Ich meine, wir hätten ihn gewonnen, aber er hat zu spät begonnen. Natürlich dramatisch, schade, aber so ist es halt. Und nichts machen. Ja, da haben wir jetzt dann auch die Überhand bei den meisten Schlachten gewonnen. Okay. Und das Spiel ist zu Ende. Tja, wie schon gesagt, nicht mehr allzu viel passiert. Wir haben das Spiel beendet.
noch mit einer Entdeckung am Schluss. Mit einer Schlacht mit einer gewonnenen, noch einer gewonnenen Schlacht. Und ein paar gewonnenen Dingern. Jo, das war's. Österreich hat als erster das Spielfeld verlassen. Der Krieg war vielleicht nicht so gut am Schluss. Der hat ein bisschen noch an den Punkten gezehrt. Na, doch nicht 12.699, gar nicht einmal so schlecht. Wir haben mehr Punkte als der erste und als der zweite und der dritte zusammen. Mehr als doppelt so viel als der zweite. Sehr gut, sehr gut. Wir haben es geschafft, Deutschland aus den Großmächten rauszuwerfen. Das war auch sehr schön. Die Osmanen sind nicht einmal unter den Top 16 mehr. Das ist tragisch. Dafür ist Sachsen und Bayern unter den Top 16. Genauso wie die Niederlande. Alle drei sind wichtige Teile von meinem Reich eigentlich. Weil sie alle drei in meiner Einflusssphäre waren am Schluss. Jo, das war eine ganze Partie Victoria 2. 100 Jahre. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben das relativ gut hingekriegt. Vielleicht werde ich irgendwann mal noch ein Victoria 2 Let's Play spielen mit einer etwas größeren Herausforderung als Österreich. Ich meine, Österreich schafft sogar ich relativ gut. Aber wie schon gesagt, Punjab zum Beispiel würde mich schon auch reizen. Aber das sehen wir dann eh. Na gut, die letzte Installment ist halt relativ lang geworden. Kann man nichts machen. Bis dann und ich wünsche euch viel Spaß. Das nächste Mal sehen wir uns vielleicht bei irgendeinem anderen Let's Play. Tschüssi!